Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahre 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Seiria Lede, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, symbolisiert dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Und das ist dein Seelenplan. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Und das bedeutet Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen, Kindheit, inneren Kind, Kreativität, Lebensfreude. Hier hast du karmischen Lernaufgabe, Alltagsbewältigung, Gesundheit. Dann ist wichtig Partnerschaft. Wichtig sind erbschaftliche Themen, auch Wandlung, vieles Loslassen in dein Leben, die Transformation, die Erneuerungsprozesse. Dann ist wichtig Ausland, Reisen, Spiritualität, Bildung. Dann ist wichtig die Berufung, Leben, Anerkennung bekommen und ist wichtig die tiefe Geheimnisse des Lebens zu erforschen, erkennen. In diesem Geburtshoroskop, in diesem Bild, wie ich schon sagte, ändert sich nichts. Das bleibt immer so. Was sich ändert, das bist du und machst du 7 Jahre Periode. Alle 7 Jahre bewegen wir uns auf einen anderen Boden, anderen Themen sind wichtig, anderen Eindrücke bekommen wir. Du bewegst dich gerade in die Tierkreiszeichen Löwe. Du befindest dich momentan in einer Löwe-Periode. Und das bedeutet Selbstdarstellung, Selbstwertgefühl oder dich selbst im Mittelpunkt stellen, etwas veröffentlichen, etwas im Glanz zu bringen. Nicht nur du bewegst du dich im Leben, sondern die Planeten auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Sonne, Mond bewegt sich auch, die sind die beiden Lichter, wobei bei dieser Art von Sonnenbewegung, müssen wir das auch klären, die Bewegung macht nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und wir starten jetzt Mai 2019 mit Pluto. Aber bevor ich beginne mit Pluto, die beiden Mondknoten, möchte ich erklären. Die absteigende Mondknoten oder Ketu zeigt alten karmischen Themen. Die aufsteigende Mondknoten oder Rahu zeigt das, was die Seele braucht zum Lernen. Es sind kein Himmelskörper, sondern wie dieses Bild zeigt auch, ein Schnittpunkt im Himmel. Und dieser Schnittpunkt bewegt sich auch. Die bewegen sie sich auch. Und Jahr 2019 und auch Jahr 2020, also ziemlich lang, ist Ketu hier im Schütze, wiederkehrt sich in der Position, wie in deiner Geburt das war. Und Rahu bewegt sich 2 Jahre lang hier im Zwillinge, wiederkehrt in die Position, wie das in deinem Geburtshoroskop auch war. Die beiden Mondknoten bleiben. Rahu bleibt im Zwillinge, Ketu bleibt jetzt im Schütze 2019, auch 2020. Die letzte Planet unserem Sonnensystem ist Pluto. Pluto zeigt, auf dem Wesentlichen konzentrieren, im Inneren Kraft bleiben, alles verabschieden, loslassen, trennen, kündigen, was die Energie, die Zeit raubt.
Und das, was du lernst gerade und schaust in die Tiefe und untersuchst das, was ist das genau, wovon du verabschieden sollst oder was gibt gerade dir Kraft, inneren Kraft. Und Pluto bewegt sich hier im Schütze. Neptun zeigt die Träume, die Visionen und hilft uns, diese Träume zum Leben, vorausgesetzt ist, dass wir daran glauben. Neptun ist der Planet der Künstler, weil das ist die inspirierende Kraft. Neptun bewegt sich im Wassermann, aktiviert Werte, Wertschätzung, Finanzen. Das heißt, Neptun zeigt dir gerade, leb deine Träume. All das, wovon du träumst, nimm im Besitz, weil für dich ist es wertvoll. Aber achte auf die Finanzen, weil bei Neptun-Energie kann das ein bisschen trügerisch wirken. Nicht, weil Neptun das auslöst, sondern diese Energie wird oft missbraucht. Also sei vorsichtig mit Finanzen, besonders wenn du etwas unterschreibst, überprüf das ganz genau. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt für unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Lebensumstände, außergewöhnliche Begegnungen. Diese Umbrüche und Veränderungen hast du hier im Widder und das trifft deine Wohnsituation. Saturn bringt etwas in Form. Saturn belehrt uns, Saturn lenkt unseren Schicksal. Saturn befindet sich im Schütze. Also hier hast du karmische Themen. Jupiter bringt Glück, gibt uns Chancen, Möglichkeiten, vermehrt etwas. Jupiter ist im Skorpion. Und hier sind deine Hoffnungen und Jupiter hilft dir, das zu verwirklichen. Hast du Chancen und Möglichkeiten. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie setzen wir durch in unserem Leben. Hat mit Bewegung auch was zu tun, wie Autos oder Sport. Mars ist auch der Mann. Mars ist nämlich die männliche Energie, also kann man auch symbolisieren. Mars ist im Stier. Und das kann bedeuten, dass du setzt dich durch und lebst deine Kreativität oder hast eine Begegnung mit einer männlichen Person und genießt die Zeit. Das ist dann mit ihm die Lebensfreude. Venus ist die weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Deine Weiblichkeit kann bei dieser Bewegung, was wir als Transit nennen, bei diesem Transit kann auch ein Venus-Transit auslösen, dass du Kontakte hast zu anderen Frauen. Aber nicht nur das bedeutet Venus, sondern etwas in Harmonie zu bringen, etwas verschönern, die Kreativität leben. Venus befindet sich Mai in Tierkreiszeichen Fischen. Und das kann bedeuten, dass du hier in diesem Bereich, und das kann die Verwandte sein oder Internetkontakte oder Schulungen, dass du hier Kontakte hast mit einer oder mehreren Frauen. Merkur bedeutet Handlungen. Merkur ist auch der Planet, die Kaufleute, aber auch die Diebe, das muss ich dazu sagen. Und bei Merkur-Einfluss haben wir oft Termine oder unterschreiben wir einen Vertrag oder machen wir eine Schulung. Bei Merkur-Energie kommt oft auch ein Nachricht, Gespräche oder Nachrichten symbolisiert auch. Merkur ist auch hier in Fischen, das heißt hier Kontakte, Verbindungen mit ein oder mehreren weiblichen Personen in deiner vertrauten Umgebung, in Nachbarschaft oder Verwandtschaft. Sonne zeigt die Monatsthemen und Sonne befindet sich im Widder.
Monatsthema ist dein Zuhause. Jetzt die Mondeinfluss. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Hier im Widder, das bedeutet, es ist gut, wenn du zu Hause bleibst oder Gedanken machst über deine Wohnsituation. Hier ist auch die Basis, die Fundament. Wenn du etwas gründen möchtest, dann sei nachdenklich, dass du es auch richtig machst. Bedeutet auch zurückziehen, damit du wieder Kraft hast. 12. Mai ist Halbmond im Krebs und das ist hier Bereich Partnerschaft. Halbmond ist Spannung, löst Unsicherheit aus oder Spannung oder Nervosität und das erlebst du in Partnerschaft. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas ganz und voll und macht sichtbar. Und das ist hier oben, das heißt, du bist wahrgenommen oder du veröffentlichst etwas, bringst du ins Licht, ins Öffentlichkeit oder beleuchtet deine Berufung, dass du Klarheit bekommst, wo liegt deine wahre Berufung. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock und das ist Spannung, Nervosität, Unsicherheit kann auch bedeuten, dass jemand nervt dich und dass das dich persönlich trifft. Juni Mars übergeht in Zwillinge und das kann bedeuten, dass du dich behaupten musst in Arbeit oder im Alltag. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person im beruflichen Umfeld oder im Bereich Gesundheit. Das kann auch ein Arzttermin sein. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist die Kinder, Kindheit, Kreativität, schöpferische Kraft, Lebensfreude. Und da lernst du etwas. Merkur belehrt auch. Merkur ist das praktische Wissen. Jupiter ist die Weisheit, die höheren Oktaven von Merkur. Venus befindet sich im Widder und hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Venus verschönert etwas. Also kann sein, dass du deine Wohnung oder Haus verschönerst. Verschönerst kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person dich besucht. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, hat auch einen Sinn, weil das zeigt nicht so stürmisch handeln, sondern langsam, langsam. Und wir müssen noch etwas überlegen oder überprüfen. Hat diese Rückläufigkeit oft mit Vergangenheit was zu tun? 22. Juni wird Neptun rückläufig, hat einen Einfluss auf deine Finanzen, halte dein Geld zurück. Und bedeutet auch, wenn du eine Vorstellung hast davon, was für dich wertvoll ist oder wie verbesserst du die Finanzen. Neptun bremst es, nicht enttäuscht sein, sondern nach wie vor in dieser Vorstellung bleiben. Vielleicht überprüft dich das Leben, ob du wirklich das vertraust. Wenn dann Neptun wieder direktläufig wird, dann kommt auch alles in Bewegung. Aber ab diesem Zeitpunkt ist Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über Themen, Kindheit, Kreativität, schöpferische Energie, Lebensfreude. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, das erlebst du hier, hier hast du die Spannung. Entweder mit Investitionen oder Ämtern oder Erbschaft oder wenn du etwas loslassen sollst oder von etwas verabschieden, dann kommt diese Unsicherheit und neigst du in diesem Tag dazu, etwas festzuhalten. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, beleuchtet Themen deine Wünsche und Freundschaften. 25. Juni ist Halbmond im Fische, Spannung mit Verwandten oder Nachbarn
Spannung, Nervosität in deiner vertrauten Umgebung oder Medien, Internet. Juni 2019 passiert etwas sehr, sehr Wichtiges. Ketu ist die Drachenkörper und zeigt unsere Vergangenheit und da haben wir karmische Themen. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt auch Vergangenheit, auch alten karmischen Themen. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Saturn und Pluto befinden sich auf diesem Mondknoten. Exakt. Ich könnte das auch so nennen, dass Ketu, Pluto und Saturn bilden sich einen sogenannten Konjunktion. Und das heißt, die treffen sich. Die wirken zusammen und aktivieren hier karmische Themen. Und für dich ist enorm wichtig, weil das betrifft dich gerade im 12. Lebensbereich, wo auch die Karma ist, zwar die Vergangenheit. Juli 2019 Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist dein Alltag zu bewältigen, Arbeit und Gesundheit. Und Venus bringt dir Glück, Harmonie, Kreativität oder Liebe im Arbeitsplatz. Kann auch bedeuten. Mars und Merkur ist im Krebs. Mars ist der Mann, Merkur heißt Kontakt, Gespräche, trifft Liebe, Partnerschaft. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Und hier in Partnerschaft sind wieder Themen von Vergangenheit, kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, Rückzug, Nachdenklichkeit über Themen, wie bewältigst du deinen Alltag, dann überlegen um Thema Gesundheit und deine Arbeit. 9. Juni ist Halbmond im Jungfrau, Spannung im Reisen oder Unsicherheit in spirituelle Richtung. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze. Mondfinsternissen haben immer karmische Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, Spannung im Verwandten, im Bekanntenkreis oder Nachbarn oder Medien, Internet, Schulungen. August. Merkur ist in Zwillingen. Hier hast du Gespräche über Arbeit oder im Arbeitsplatz, kann auch Arbeitsvertrag bedeuten oder Arzttermin ist auch möglich. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten, also das ist sehr, sehr wichtig in die Zeit August 2019. 12. August wird Jupiter direktläufig und bewegt sich hier etwas in Freundeskreis oder alles das, was du wünschst, deine Hoffnungen, endlich bewegt sich alles voran. 12. August ist Uranus rückläufig. Falls du einen Umzug planst, dann ist das noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann sollst du lieber noch warten oder noch etwas überlegen oder überprüfen. 1. August ist Neumond im Krebs. Das ist Nachdenklichkeit über die Partnerschaft. Das kann auch Rückzug bedeuten von deiner Seite aus oder von seiner Seite aus. Kann auch bedeuten, dass ihr beide genießt die Zweisamkeit und zieht euch gemeinsam zurück. 7. August ist Halbmond im Waage und das trifft hier
Und das bedeutet, du hast das Gefühl, du bist übersehen, nicht richtig wahrgenommen oder Spannung in Arbeit. 15. August ist Vollmond im Steinbock und dann in diesem Tag bist du wahrgenommen. 23. August ist Halbmond im Widder. Das kann auslösen, dass alle sind hektisch und du brauchst die Ruhe und ziehst du dich zurück in deine vier Wänden oder Spannung zu Hause oder kleine Reparatur. 23. August, Halbmond hier im Widder, genau. 30. August ist Neumond im Löwe und das trifft hier nachdenklich zu sein. Was musst du dich erledigen bei Ämtern? Außerdem überlegen, wovon sollst du verabschieden, trennen, loslassen. In diesem 30. August, in diesem Neumond, wird Mond von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, die Stern der Könige. Und Regulus ist die Herz der Löwen. Und das Wahrnehmen, Neumond, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, diese Schatztruhe öffnen, diese Herzensangelegenheiten und das überlegen, wie kannst du das erleben, verwirklichen. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwen. Ist sehr wichtiges Monatsthema. All das, was zum achten Lebensbereich gehört. 19. September wird Saturn direktläufig hier. Das hat schon eine große Bedeutung, weil Saturn lenkt unserem Schicksal, hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Bis dahin war rückläufig, hat mit Vergangenheit, mit karmischen Themen was zu tun. Und ab 19. September ändert sich die Richtung und beginnt die Vorwärtsbewegung, so dass du das auch spürst. In dein Leben wirst du schicksalhafte Entscheidungen treffen oder dein Schicksalsweg wird in ganz andere Richtung verlaufen, wie du vielleicht geplant hast. Aber geht alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das bedeutet Spannung im Freundeskreis. Oder wenn du Hoffnungen, Wünsche hast, in diesem Tag zweifelst du daran. 14. September ist Vollmond in Wassermann, beleuchtet die Themen Werte, Wertschätzung, Besitz, Finanzen. 22. September ist Halbmond im Stier. Spannung mit Kindern oder Erinnerungen an die Kindheit, Unsicherheit. 28. September ist Neumond im Löwe. Nachdenklich sein, was musst du im Ämtern erledigen, wovon sollst du verabschieden. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Sonne ist die Monatsthema. Bei Mars und Venus handelt sich Mann und Frau, oft Liebe, Partnerschaft und das im 9. Lebensbereich Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Liebe im Ausland oder Besuch von Ausland. Kann auch die spirituelle Reise sein. Merkur ist im Waage, das sind Gespräche. Das kann auslösen, dass du Anerkennung bekommst und jemand spricht das an. Kann auch bedeuten, dass du einen Arbeitsvertrag unterschreibst und damit lebst du deine Berufung und hast du Erfolg. Möglich ist auch, dass du etwas in Licht bringst, in die Öffentlichkeit, weil du einen Vortrag hältst oder dass du ein Buch veröffentlichst. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Nervosität, Spannung, dann ist wichtig Rückzug, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt die Kraft.
13. Oktober ist Vollmond im Fische, beleuchtet Themen Bildung, Kontakte mit Nachbarn, Verwandten. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, Spannung in die Arbeit oder ist wichtig im inneren Gleichgewicht bleiben, die Ruhe bewahren. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, nachdenklich zu sein, wohin geht die Reise. November. Sonne ist im Waage. Monatsthema ist, deine Ziele zu erreichen, deine Berufung leben, Anerkennung bekommen. Mars ist im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau. Das kann auch Begegnung sein mit einer männlichen Person auf einer Reise oder dass dieser Mann besucht dich von Ausland. Merkur und Venus ist im Skorpion. Das kann bedeuten, dass du in Freundeskreis Gespräche hast mit einer Frau, mit einer Freundin oder du hast deine Wünsche, deine Hoffnungen und das betrifft die Liebe und mit Merkur-Energie lernst du in dieser Vorstellung zum Bleiben. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, ab 21. November dreht sich die Richtung, wird direkt läufig. Ab 28. November wird Neptun direkt läufig, hat einen Einfluss auf deine Werte, auf deine Wertschätzung, auf deinen Besitz und Finanzen und dreht sich alles in anderen Richtung. Du kannst deine Träume leben, alles was für dich wertvoll ist, in Besitz nehmen oder deine Finanzen verbessern, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Das ist ein unsicheres Auftreten, kann auch bedeuten, dass in deinem persönlichen Umfeld jemand nervt dich oder bringt dich aus der Ruhe. 12. November ist Vollmond im Widder, beleuchtet Thema Wohnsituation oder die Fundament, die Basis, wenn du etwas gründen möchtest. 19. November ist Halbmond im Krebs, Unsicherheit wegen der Partnerschaft oder Spannung mit dem Partner. 26. November ist Neumond in Waage, das bedeutet, zieh dich zurück, du musst in dem Tag nicht unbedingt im Mittelpunkt sein. Dezember 2019. Mars und Merkur ist im Waage. Gesprächen mit einer männlichen Person und entweder unterstützt dich deine Ziele zu erreichen oder dein berufliches Umfeld oder bekommst du Lob, Anerkennung, Kompliment. Kann aber auch bedeuten, dass du Kraft brauchst und du setzt dich durch und sprichst direkt etwas an. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist Hoffnungen, Wünsche, Freundschaften und Jupiter übergeht im Schütze, bleibt ganzes Jahr hier im Schütze und zeigt deine Größe, deine Werte. Jupiter belehrt dich auch. Diese Weisheit, die tiefe Geheimnisse, das Leben zu verstehen, bringt dir auch Glück. Venus befindet sich auch hier im Schütze. Hier liegen die Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass du eine geheime Liebe hast oder etwas möchtest du verheimlichen, was die Liebe betrifft.
Es ist auch möglich, dass eine Frau ihre Geheimnisse erzählt, aber hier in diesem Bereich liegen auch die geheimen Feinde und das ist hier eine weibliche Person, dass du vielleicht jemand hast in deiner Umgebung, wo auf dich neidisch ist, ist auch möglich. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Spannung, was die Werte Finanzen betrifft, nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben in diesem Tag, was mit Geld zu tun hat. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, beleuchtet die Themen Kinder, Kreativität, Lebensfreude. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, das sind Ämter, da kein Termin ausmachen in diesem Tag und die Neigung, etwas festzuhalten. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Das kann bedeuten, du setzt dich durch in Bekanntenkreis. Kann auch bedeuten, dass du lenkst deine Aufmerksamkeit auf deine Hoffnungen. Und das ist möglich auch, dass das ein bestimmter Mann ist. Sonne, Merkur ist im Schütze. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Gespräche. Und Sonne bringt das ins Licht. Aber die sind Geheimnisse. Und das heißt, wenn du deine Geheimnisse hast, dann nichts erzählen, schweige, weil hier besteht die Gefahr, dass all das, was du erzählt, wird weitergetragen, bringt etwas ins Licht. Kann auch bedeuten, dass du deine Augen öffnest und lernst etwas und erkennst Dinge, was im Geheimen liegt. Ist auch möglich, dass jemand erzählt dir etwas und das öffnet deinen Augen. Venus ist im Steinbock und das zeigt deine Weiblichkeit, auch dein Aussehen und bei diesem Einfluss ist es möglich, dass du andere Haarschnitt hast oder neue Kleider und bist auch als Frau wahrgenommen. Februar 2020. Mars bleibt im Skorpion, Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist dein Selbstdarstellung, Venus und Merkur ist im Wassermann, hat einen Einfluss auf deine Finanzen und das kann bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge, das ist Venus-Energie, oder einen Vertrag unterschreibst. Ist auch möglich, dass du Geld ausgibst für Bildung oder kaufst ein Buch. Aber es bedeutet nicht nur die Ausgabe, sondern auch die Einnahme. Das Geld kommt durch Schulungen oder durch Kreativität. Venus bedeutet auch Glück, dass du dann auch Glück hast, was zu gewinnen. März 2020. Pluto und Saturn übergeht im Steinbock und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und die bleiben ziemlich lang, Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger. Und das formt deine Persönlichkeit, dein Auftreten, ändert sich vielleicht sogar dein Aussehen. Sonne und Merkur ist in Wassermann, Monatsthema ist Werte und Finanzen und mit Merkur-Energie kann bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst oder gibst Geld aus für Bücher zum Bildung oder kommt Geld rein, weil du einen Vortrag hältst oder deine Bücher verkaufst, ist auch möglich.
Mars ist im Schütze und das bedeutet entweder, du fühlst dich kraftlos und sollst du dich zurückziehen, die Ruhe bewahren, dass du wieder Kraft hast. Oder eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Und Venus befindet sich im Widder. Und das heißt, du verschönerst zu Hause etwas oder besucht dich jemand und das ist eine weibliche Person. April 2020, Venus übergeht im Stier und dann hast du Lebensfreude, was die Liebe betrifft, oder lebst du deine Kreativität? Mars übergeht im Steinbock und das heißt, du setzt dich durch, zeigst du Kraft. Möglich ist auch, dass du Sport machst oder eine männliche Person beeinflusst dein Aussehen oder deine Persönlichkeit. Und Sonne, Merkur, die übergehen an Tierkreiszeichen Fischen und das zeigt Kontakte, Gespräche mit Verwandten, mit Nachbarn oder Wissen vermitteln, aneignen, Bildung, Schulungen oder Kommunikation. Liebe Seiria Lede, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.